Hallo liebe Leute, heute wieder mal ein Video aus meiner Serie zu Fitness-, Gesundheits- und Ernährungsmythen. Und zwar geht es heute um einen Mythos, der immer noch scheinbar weit verbreitet ist. Ich habe heute schon eine kleine Umfrage auf meinem Instagram-Kanal gemacht und gestern war es eigentlich der Auslöser, weil einer meiner Klienten beim Training die Sorge gehabt hat, bei den Kniebeugen darf man doch die Knie nicht über die Zehen rausschieben. Der Mythos ist schon relativ alt. Ich gehe jetzt nicht auf die Biomechanik genau ein, weil die Mythenvideos wollte ich immer unter 3 Minuten halten. Da kann man, also gibt es schon ganz viele Videos, man kann das auch gerne nachlesen, wenn man das will, wie die Biomechanik im Knie dann genau ist. Der Mythos scheint sich vielleicht daraus entwickelt zu haben, dass die meisten Trainer das Cueing der Kniebeuge so angehen, dass sie sagen, man soll nicht anfangen, die Kniebeuge mit dem Knie zu beugen, sondern sich zurücksetzen. Und da hat wahrscheinlich das angefangen, dass man sagt, okay, die Knie nicht über die Zehen rausschieben, sondern zuerst in der Hüfte ein bisschen zurückgehen, diesen Hip-Hinge zu machen und dann erst runtergehen. Und dann hat sich irgendwann wahrscheinlich die Panik entwickelt, naja, da kann ganz was Schlimmes passieren, wenn die Knie über die Zehen geschoben werden. Wie gesagt, rein biomechanisch, man kann das berechnen mit den Kräften, es treten vielleicht ein bisschen höhere Scherkräfte auf, aber das Knie ist dafür gemacht. Der Anpressdruck der Kniescheibe, der ist je nach Winkel verändert sich der. Die höchste Belastung im Knie habe ich eigentlich bei 90 Grad. Das ist eigentlich das Wichtigste. Aber einfach das, dass ich das drüber schiebe, hat in dem Sinn keine wirklichen negativen Konsequenzen. Das hat man auch eben schon untersucht. Viel wichtiger für mich ist, wie kommen solche Mythen zustande und was denken sich die Leute dann, wenn sie sowas einfach für bare Münze nehmen und glauben. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr irgendeinen Sportart betreibt, sei es Basketball, Fußball, Kampfsport oder sonst irgendwas, habt ihr in der Regel nie die Möglichkeit, das zu kontrollieren, dass euer Knie nicht über die Zehenspitzen rausgeht. Schon beim einfachen Treppensteigen funktioniert das normalerweise nicht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einen Sportort, wo hohe Kräfte auftreten, also Sprünge, ihr müsst irgendwo raufspringen, ihr müsst landen, ihr müsst irgendwo rein, das Knie reinbringen und wegstarten. Da habt ihr oft viel höhere Kräfte, als es bei der klassischen Kniebeuge oder beim Ausfallschritt im Fitnessstudio zustande kommen, weil einfach durch das, dass ihr schnell beschleunigt, auch schnell wieder abfangt, diese Plyometrie, die oft eingesetzt wird, also diese Reaktivkraft, einfach viel höhere Kräfte im Gelenk erzeugt. Und da habe ich das also dann nie, dass ich das kontrollieren kann. Sprich, wenn ich es dann im Training auch noch vermeide, diese Winkel durchzugehen, wie zum Beispiel eben die Knie über die Zehen zu schieben, dann habe ich ein höheres Verletzungsrisiko, weil ich es ja vorher nie trainiert habe. Also da sollte man ein bisschen immer so denken, was brauche ich in meiner Sportart, was brauche ich im Alltag, was kann denn der Körper überhaupt machen und wofür ist der Körper gemacht, für was für Art von Bewegungen. Und dann kann ich eigentlich mir schon ausrechnen, das kann es eigentlich nicht sein, dass man die Knie drüber schieben darf, weil das mache ich im Alltag auch immer und eigentlich in jeder Sportart. Gut, Video ist unter 3 Minuten. Soll es Fragen dazu geben, Kritik oder sonst irgendwas, bitte gerne kommentieren, gerne auch teilen meine Videos, freue mich immer und bis zum nächsten Mal.